die letzten Folgen dieser Staffel kommen. Aber vielleicht wird das Publikum nicht die besten Dinge erleben. Und ein großer Schock für Fans des Paares Lavinia und Tim Katzenbauer. Ihre Hochzeit ist gescheitert und wird höchstwahrscheinlich nie stattfinden. Kurz vor der Taufe der vier überbrachten Lavinia und Tim die schlechte Nachricht. Gefährdet dies die lange geplante Taufe? Schließlich wurden auch ihre beiden Kinder getauft. Lavinia Wolny ist wieder bei ihrer Mutter eingezogen. Silvia war gerade aus der Türkei nach Deutschland zurückgekehrt, als sie schlechte Nachrichten erhielt. 2 Tage vor der Taufe ihres Kindes und 6 Wochen vor der geplanten Hochzeit schien alles vorbei zu sein. Gerade jetzt, in diesem Moment, könnte Tim mich überlisten, sagte Lavinia in einem Interview mit ihrer Mutter. Ich möchte Zeit, über Dinge nachzudenken. Ich werde die Hochzeit absagen. Nicht lange nach der Geburt ihres zweiten Kindes beschlossen Linus, Lavinia und Tim tatsächlich, am 3. Jahrestag ihres Kennenlernens standesamtlich zu heiraten. Der Heiratsantrag im April 2022 am Strand von Türkei hätte nicht romantischer sein können. Ist jetzt alles vorbei? Grund für die Trennung? Die Bindung zwischen Lavinia und Tim wird immer distanzierter. Seit der Geburt der Kinder scheint der Stress nicht nachzulassen. Man hat nicht nur Kinder, für die man da sein muss, sondern man hat auch einen Partner und eine Beziehung, die man aufrechterhalten muss, warf Lavinia ihrem zukünftigen Ehemann vor. Abends sitzt er zum Beispiel lieber vor der Konsole, als mit mir auf der Couch zu liegen. Und was sagt Tim dazu? Sichtlich berührt erklärte er die Situation so. Wir hatten in den letzten Wochen viel Streit. Die Dinge sind zu sehr eskaliert. Ich wollte das Glücksspiel abstellen. Aber die Vernunft brachte ihn zum Nachdenken. Ich muss ganz klar etwas ändern. Das Leben mit meiner kleinen Familie ist mir wichtiger als alles andere. Auch Lavinia kommt im Gespräch mit ihrer Schwester Estefania auf versöhnlichere Gedanken. Trotz der Auseinandersetzungen blieben Lavinia und Tim vor der Taufe des Vierlings vereint. Am Abend zuvor versuchten sie, deutlich miteinander zu reden. Es muss sich etwas ändern, sonst sehe ich hier keine Zukunft, sagte Lavinia. Sie sagt, sie habe nicht genug Aufmerksamkeit erhalten. Doch nach 3 Tagen mit Silvias Mutter überzeugte Tim seine Verlobte, zurück in die gemeinsame Wohnung zu ziehen. Ich habe dich in den letzten. Kamu tuh kata mana ya? Kamu channel terus Ryan Show. Đừng quên like và đăng ký kênh để xem những video mới hơn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chân thành cảm ơn.